Also gerade erst hergekommen und was gab es für Gründe eigentlich, so eine schöne Weide sich ausgesucht zu haben? Gut, wenn ich ganz ehrlich bin, ehemaliger Drogenabhängiger aus West-Berlin. Und um von dem Griff wegzukommen, habe ich den Entschluss schließen müssen, dass ich eben ans andere Ende von Berlin ziehe, wo ich vollkommen unbekannt bin. Im alten Umfeld, wo ich groß geworden bin und die Drogengeschichten alle hatte, wäre ich niemals clean geworden. Hier bin ich jetzt clean. Und darf ich dich mal fragen, ich meine, wenn du jetzt hierher gezogen bist, vermisst du nicht die alten Leute von dir aus der Schule und so? Ja, ein bisschen. Besuchst du die oft noch? Nein, eigentlich nicht. Also das Problem war deswegen gewesen, bei ihr in der Schule war sie die einzigste Deutsche gewesen. Wir haben in Neukölln gewohnt, Lahnstraße. Und da waren in ihrer Klasse über 90% auf der Schule Ausländer gewesen. Und deswegen ist auch der Grund, ich bin ja nicht rassistisch oder so, aber halt zu viele, also es waren zu viele Ausländer gewesen in der Klasse. Sie war die einzigste Deutsche. Naja, hier ist auf jeden Fall besser. Hier sitzen zwar auch welche, aber halt nicht so viel. Also nicht so krass wie in Neukölln. Aber was meinst du? Du bist nicht rassistisch, aber es macht einen Unterschied. Was ist denn der Unterschied für dich? Naja, dass sie auch halt mit ihren, also mit Deutschen groß wird und nicht nur mit Ausländern. Darum. Aber was ergäbe das für ein anderes Kind nachher? Oder glaubst du, das prägt? Oder was ist das? Ja, ich denke mal schon, dass es prägt. Ich meine, wenn man ich war früher als Kind das einzigste Mädchen in der Klasse. Und ich sag mal, das ist fast das Gleiche, als wenn ich jetzt die einzigste Deutsche in der Klasse bin. Also es hat sich bei ihr schon bemerkt. Sie war die einzigste Blonde in der Klasse und ansonsten alles nur dunkelhaarig. Also. War das für dich dann irgendwie merkwürdig? Oder ich meine, für dich war das ja normal, dass die irgendwo anders herkam? Ja, eigentlich schon ein bisschen. Merkst du den Unterschied zwischen den neuen Klassenkameraden und den anderen, wie die so sind? Nein, nicht so richtig. Eigentlich nicht. Ich denke mal, spielen tun sie ganz normal gleich, da gibt es keine Unterschiede. Ich denke mal, man sieht es einfach nur, dass sie halt die einzige ist, die halt helle Haare hat und die anderen nur dunkelhaarig sind. Mehr nicht. Würde ich nicht sagen. Wurdest du denn vielleicht mal anders behandelt, weil du eine andere Haarfarbe hast? Nee. Ich habe gehört, dass die Frauen in Schöneweide sehr schön sein sollen. Nee, da gehe ich lieber nach Köpenick. Da sind sie auf jeden Fall schöner, ja. Bin ich definitiv der Meinung. Also ich bin hier in der Umgebung aufgewachsen. Da hinten in Oberspree in einer Doppelhaushälfte. Recht behütet. Nochmal danke. Und ja, die Gegend ist halt ziemlich abgefuckt, also Oberschöneweide. Muss mal so zu sagen, ganz kurz, sind recht viele Nazis, also ich halte mich hier nicht so gern auf. Man trifft aber immer wieder Leute und auch zunehmend Leute, weiß nicht, ob es auf dem Älterwerden liegt, die einem doch schon mehr zusagen, so, also mit denen man sich eher unterhalten würde wollen und so. Ansonsten, ja, also ich bin ja schon viel zu lange, um mich irgendwie so richtig distanziert damit beschäftigen zu können. Ja, geht wohl. Also ist akzeptabel. Ich habe hier, also außer an Silvester, noch nie wirklich irgendwie Stress erlebt oder so. Aber ich würde schon viel lieber weiter drin in der Innenstadt wohnen. Jetzt muss ich aber auch los. Genau, und viel Spaß mit eurem Leben. Dankeschön. Ich kriege einfach keinen Kontakt zu den hier lebenden Menschen. Das ist irgendwie immer noch wie Ost und West, als ob so eine unsichtbare Mauer da wäre. Nach meinem Empfinden. Und das ist nicht nur meins, meine kleine Hochwest-Berlinerin hat dieselben Schwierigkeiten. Also sie kriegt einfach nicht so wie im Westen eben halt den Kontakt zu Leuten, Nachbarn und so weiter. Da ist überall immer sofort so eine Schranke, wo kommst du her, was bist du für eine und so weiter. Und das ist schon ein bisschen schwierig, war. Weil irgendwo will man sich ja, also mit dem alten Bekanntenkreis, den ich jahrelang hatte, möchte ich eigentlich heute nichts mehr zu tun haben. Aber hier einen neuen Bekanntenkreis aufbauen, ist anscheinend sehr, sehr schwer. Am Ende wird es wahrscheinlich so kommen, dass ich doch wieder in den Westteil der Stadt ziehen werde. Weil hier vollkommen vereinsam, weil du einfach nicht in die Kreise rinkommst oder in die Generation rinkommst, ist im Käse. Ich denke mal, ein, zwei Generationen weiter, dann ist Berlin oder Deutschland wieder ein Land oder eine Hauptstadt eben halt war. Aber so wie es jetzt sich mir darstellt, ist das eben alles sehr schwierig. Also die Menschen sind immer noch so ziemlich dieselben hier und auch noch ein bisschen eingeschränkt im Kopf, aber mit mehr Studenten, denke ich mal, wird das was.
Also du kommst von wo ganz anders hierher? Aus Marzahn, bin im Umland von Berlin und auch in Deutschland schon ein bisschen umgezogen, aber... Und ist Marzahn anders so als... Wo ist denn der Unterschied? Was ist denn das Spezifische an Schöneweide? Ja, weiß nicht, irgendwo... Ich habe hier noch nicht so viele eigene Strukturen kennengelernt, aber mittlerweile siedeln sich viele verschiedene Kulturen an, so, also auch Ausländer. Und ich denke mal so, es wird ganz schön multikulti, also ähnlich. Vielleicht wird es der nächste Friedrich sein, mit geringeren Mieten. Ja, ich glaube nicht, dass es so schön ist, hier zu wohnen. Aber es hat doch gerade das Schön in Schöneweide drin. Das Schön in Schöneweide, keiner weiß, wo es herkommt. Und seit 30 Jahren sieht der Bahnhof genau noch so aus, so verwahrlost und wie es immer war. Und eigentlich müsste sich da mal was ändern. Und direkt deswegen mal nach Schöneweide gefahren, weil die Hoffnung war, vielleicht, weil sie eigentlich ganz schön ist. Auch mal zu sehen, wie sieht's aus. Und wir sind heute mal über eine längere Zeit, sind wir mal S-Bahn gefahren. Und naja, wie gesagt, ist es nicht schön. Ich hatte mir damals vorgestellt, im Osten lebt man günstiger, billiger. Das Tarifefälle ist ja heute noch da. Aber wie paar Mark, die ich da spare, wiegen die Einsamkeit einfach nicht auf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Funktioniert nicht. Naja, sie halten halt ihren eigenen Kiez so zusammen. Durch so Fußballclubs wie Union hat halt auch noch so einen kleinen rechten Touch und ist nicht so schön. Muss ich wohl sagen, dass man das auch oftmals auf der Straße zu spüren bekommt. So, wenn man jetzt mit Schwarzen unterwegs ist, also mit Freunden oder so, mit denen man mal in der Nachbarschaft einfach ein bisschen rumlaufen will. Und durch die Konzerte in der Wuhlheide ist auch immer viel Umlauf von vielen Menschen. Also prallt schon manchmal so eine Kultur aufeinander und gibt ein bisschen mit braunen Leuten Probleme. Ist es schon ein Ort, wo man gerne ist? Eigentlich schon, ja. Falls da irgendwie doch noch was hat vom Osten und Union und ja, eigentlich schon. Also im Prinzip, wenn man Schöneweide wohnt, muss man sich eigentlich zu 90% mit dem Verein identifizieren, Union und ja. Also das ist eine schöne Weide, das richtige schöne Weide, das eigentlich spielt sich ja hier ab, wa? Das oberschöne Weide Köpnick über der Brücke dann. Da, ja, da fängt es auch langsam an, wieder lebenswert zu werden, wa? Aber hier selber, der Verkehr so ist so grob hier und so, wer wohnt denn hier gerne, wa? Ob sie die Edisonstraße nehmen hier oder Brückenstraße. Also nicht groß erwähnenswert vom Ausflugsziel her. Was Erhard sagte, dass das nun alles runterkommt und herkommt, also wenn wir eine Station weiterfahren, da können wir uns jede Menge sanierte und renovierte Häuser ansehen. Das dauert seine Zeit, bis der ganze Bezirk fertig ist. Ja, aber ich persönlich fahre zwei Stationen weiter, hier über der Straße und bin an der Wohnheide und da fühle ich mich persönlich sehr wohl. Das ist ein schöner Wald, Natur, man kann die Pilze sammeln, richtig essen und so was. Das hast du auch nicht überall. In Spandau am Johannesschiff kannst du die Pilze nicht mehr essen. Da sind sie einfach zu verseucht. Ja, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ein bisschen naturverbunden. Hat nicht jeder, aber meine Frau und ich haben etwa. Kann man irgendwie was unternehmen in Schöneweide? Wüsste ich nicht was. Also wie gesagt, wenn hier mehr Studenten sind, dann steigt vielleicht ein bisschen das intellektuelle Niveau und auf der Straße wird das dann vielleicht nicht so ausgetragen oder die Leute lernen vielleicht irgendwann mal daraus. Okay, und wenn du hier so bist mit deinen Jungs, trinkt ihr einfach einen oder was unternimmt ihr mal Wuhlheide oder so? Was sind so die Aktivitäten, was man so machen kann? Nein, mal Wuhlheide, mal trinken und sonst ja, zu Hause sitzen, Fernsehen gucken, Computer spielen. Ja, ansonsten ist ja hier ein Spiel. Die ganzen Kneipen und Clubs, die mal hier gewesen sind, die kleinen, die sind alle zu. Ist woanders nicht so. Schöneweide ist schon echt extrem assig. Was glaubst du, denken so andere Berliner oder Leute eher so aus anderen Stadtteilen über den Stadtteil irgendwie? Gibt es irgendwelche Vorurteile oder was meinen so die Leute darüber? Also wenn ich als wenn ich Schöneweide jetzt kennen würde, würde ich sagen, Schandfleck von Berlin. Mit den ganzen leerstehenden Fabriken und da muss die runterkommenden Häuser. Aber wenn man halt hier wohnt oder wenn man hier Leute kennt, ist es eigentlich schon ganz okay.